Hallo und herzlich willkommen zu Teil 7 von Clash Artifacts of Chaos. Wir sind in der Stadt und haben mit diesem Händler Eo geredet, der uns ganz schön viel Zeug verraten hat, gut für uns, uns Tipps gegeben hat, dass wir uns in Acht nehmen müssen vor Gemini und dass sie ein total krasses Artefakt hat, mit dem sie zuerst zuschlagen darf. Mit ihrem Obsidianschwert. Naja, zumindest wenn sie uns denn besiegt im Spiel. Und ihr seht, wir haben jetzt auch tatsächlich drei Missionen, den Bruder zu finden, das große Schildartefakt zu finden und Gemini und ihre Bodyguards beim Palast herausfordern. Das heißt, wir könnten einfach zurück und kämpfen. Sehe ich das richtig? Ich würde es fast gerne testen. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Aber da zurücklaufen, deswegen wäre ein bisschen doof, gell? Einfach zu gucken, ob wir die einfach besiegen können und dann hat sich das. Schauen wir mal. Ich denke, wir werden trotzdem zuerst zu den Bergen gehen. Aber gucken wir erstmal, was wir denn hier haben. Wir haben nächstgelegene Zerstörung. Beeinflusst deinen nächstgelegenen Würfel und den nächstliegenden Würfel deines Feindes. Zerstört die Würfel. Das heißt, hier haben wir halbieren und hier haben wir tatsächlich zerstören. Und beeinflusst deinen nächsten Würfel, dreht die Würfel um. Das heißt, 1 wird zu 6, 2 wird zu 5, 3 wird zu 4. Boah, die sind beide cool, gell? Okay, lass uns überlegen. Also, Halbierung machen wir raus und Zerstörung rein. Wir haben nämlich nur 3 momentan. Wahrscheinlich müssen wir unseren Ritualgürtel irgendwie upgraden. Und dann das hier. Umdrehen. Das kann halt schon geil sein. Aber Linienverkleinerung war halt bisher auch oft gut. Die beiden sind auch ziemlich gut. Hä? Ich habe doch den reingemacht. Warte. Kann ich das nicht irgendwie rausmachen? Hallo? So wahrscheinlich, gell? Sollen wir das mit dem Umdrehen mal... Aber das kann uns halt mal einen Arsch retten. Das ist es halt. Wenn wir ganz viele kleine Zahlen haben, können wir das ganz am Ende oder so einsetzen und damit rettet es uns. Die Frage, lieber Linie oder lieber Spielfeld? Ich glaube, lieber Linie, gell? So. Aber Würfel haben wir jetzt 5 tatsächlich. Das macht auch schon einen Riesenunterschied, einfach einen Würfelwurf mehr zu haben. Das macht einen sehr großen Unterschied. Hat er noch was anderes? Ah, das ist Elfenbein. Cool, wir können Materialien besorgen von ihm. Oh, eine Trinkflasche. Was? Oh, wir brauchen auf jeden Fall eine Trinkflasche. 2 Tränke. Das ändert alles. Das war schon bei Zelda so. Eine Trinkflasche ist das Beste, was es gibt. Das Mächtigste, was es gibt. Aber wir haben keine, gell? Schade. Das ist blöd. Für Elfenbein brauchen wir was? Noch ein Ei oder so? Und eine Paprika, eine Karotte ist das, gell? Um Elfenbein zu machen, brauchen wir... Achso, nee, wir tauschen das. Ja, ist okay. Können wir die Eier irgendwie machen? Nee, gell? Das heißt, wir müssen die Eier, so Eier finden. Und was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen immer das Gleiche. Wir brauchen eins von denen... Ich weiß ja nicht genau, was das ist, aber eins von diesen, was aussieht wie ein rostiges Schwert und von diesen Grauen. Kann man die Grauen irgendwie? Stammblatt ist das, ah. Das Graue können wir auch nicht. Doch, hier Flint ist das. Brauchen wir Himbeeren und auch die Eier dafür. Okay, das heißt, danach tun wir die Augen offen halten. Clear Sky. Gute Wege, klare Himmel. Danke. Hier oben war auch noch jemand, gell? Ich hab's genau gesehen. Irgendwo war noch eine Person. Hier. Aber die sehen schon wieder aus, als müssten wir gegen sie kämpfen, oder? Ah, hier können wir noch upgraden. Hallo? Hallo? Wie die aussehen. Aber ist auch schade, können halt überhaupt nicht mit denen interagieren. Achso, das ist ein Dings. Das ist ein... Doch, das ist ein Figurenbrenner. Gott,
gerade sagen. Drei Level, eine Figur. Ja, komm. Ich will ein bisschen wechseln, ein bisschen verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich denke, wir finden genug kleine Figuren noch. Zumindest hoffe ich das. Der Kleine sieht voll böse aus hier auf dem Bild. Oder gehen wir zuerst wieder zum Palast? Nee, wir gehen in die Berge. Das macht schon mehr Sinn. Jetzt sind wir extra auf den Weg hierher. Und wahrscheinlich müssen wir dann eh wieder zurück. Ah, das ist der Standardhändler. Make to break. Break to make. Everything's a paradox. Break to make. Das will ich nicht. Kleidung eher, ja. Warme Beinschienen. Krass, wir können uns sogar was Schönes holen. Aber wir nehmen eher für den... Wobei, für den Kleinen, das bringt gar nichts. Kann es sein, dass die Berge kalt sind? Ja, komm, der Kleine kriegt einen Wärmeanzug. Wir sind jetzt so... Auch wenn ich mir jetzt natürlich nichts Schönes für mich wieder kaufen kann. Come to leave. Come to leave. To return. Aber wenn wir jetzt in die Berge gehen und es kalt ist, dann soll es dem Kleinen warm sein. Genau, hau du nur auf das Teil drauf. Das heißt, hier gibt es nur zwei Händler in der Stadt. Tolle Stadt. Ich weiß halt nicht mal, wo es da hingeht, oder? Kamen wir daher? Nee. Das könnte halt vielleicht auch dastehen. Es könnte Richtung Berge sein, gell? Aber lass uns mal gucken, was das für unterschiedliche Wege gibt. Diesen Stadtbereich ein kleines bisschen uns anschauen. Okay, Shortcut hier, aber das kann ich mir nicht merken. Da werde ich halt irgendwann von der anderen Seite kommen. Ich frage mich ja, ob wir alle da drin jetzt gesehen haben in der Stadt. Ah, das ist das Vieh, oder? Dass ich das nicht irgendwie gesund machen kann. Aber ja, das ist dieses Vieh, das wir von der anderen Seite gesehen haben. Das heißt, auch da gibt es wieder einen Shortcut. Und das hier sieht sehr interessant aus. Was ist bitte das? Gar nichts. Wow, nee. Da können wir doch bestimmt was machen. Da können wir bestimmt irgendwann zumindest was machen. Zumindest irgendwann. Okay, das heißt, wir sind von hier gekommen. Oder? Von da her gelaufen. Oh, guck mal, Karotten. Wir haben Karotten, aber wir haben auch noch so ein Ei gebraucht, gell? Ah, das dürfen wir auf jeden Fall nicht. Wir dürfen nur die Sachen verkochen, die wir oft haben. Hier ist sogar ein Camp, das ist gut. Das ist gut. Ja, guck, Karotten dürfen wir auf keinen Fall. Schnecken auch nicht hier. Roter Frosch und Sonnenblume. Das sind die Sachen, die wir nicht brauchen. Ich sollte sogar kurz mal bis zum nächsten Tag schlafen, um volles Leben zu haben. Es wäre schön, wenn ich jetzt nochmal solche Eier finden würde. Sumpfschnecken-Variante. Weil dann könnte ich mir nochmal was Geiles kaufen. Geiles Upgrade kaufen. Okay, aber ansonsten haben wir alles untersucht, glaube ich. Und wir können uns zu den Bergen aufmachen. Außer hier gibt es noch was, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, wenn wir Eier finden, können wir sofort wieder zurück. Dann können wir uns nämlich ein Elfenbein tauschen und dann können wir nämlich noch einen Würfel kaufen. Was ziemlich gut ist.
Also ich meine, ein Würfel mehr oder weniger macht halt mega viel aus, wenn wir jetzt 5 statt 4 haben. Wobei ich mich frage, haben die Gegner das dann auch? Wenn ja, dann war es nämlich sinnlos, das zu kaufen. Dann ist ja voll die Verarsche. Das hoffe ich jetzt mal nett. Weil bisher haben wir nur gegen andere gespielt. Ja, wobei, ich meine, manche anderen hatten ja auch andere Würfel. 8er Würfel oder so. Das möchte ich nämlich auch irgendwann noch haben. Hier ist nochmal ein Camp. Tu mal direkt alles holen. Haben sie sich gedacht, so, da machen wir ein paar Camps hin. Aber ihr seht, es gibt hier doch mehrere Wege. Entschuldigung. Ah, guck mal. Can't get through these. Das machen wir gleich, oder? Lass uns kurz auf die Karte schauen. Man sieht es schon so ein bisschen, gell? In welcher. Ist halt genau drin. Genau in der Mitte. Aber lasst uns das direkt machen. So oft habe ich geglaubt, da passiert nichts. Das ist da hinten, dieser Baum. Psydeusbaum. So. What? Alter, nicht dein Ernst. Scheiße. Das ist halt auch geil. Du denkst, im Tag ist alles schön und nachts. Nachts erwartet dich das hier. Ich glaube, jetzt müssen wir gegen Gegner kämpfen, wo wir nicht weiterkommen, oder? Wir besiegen den doch jetzt nicht einfach so, oder? Okay, ja. Guckt euch das an. Guck mal, wie viel Schaden wir machen. Aber ich kann auch einfach den ignorieren und hier durchgehen. Geht das? Es geht. Wow. Ist sowas okay oder ist das Cheating? Ich weiß nicht. Sowas finde ich immer schwer. Ich mach das nicht. Der Gegner ist hier. Ist hier, weil er uns sagt, okay, erst wenn du mich besiegst, bist du bereit für den Erfolg. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, mir egal, ich gehe da einfach durch, aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind erst so weit, wenn wir es uns verdient haben. Ich wollte gerade sagen, wobei so schwer ist er vielleicht gar nicht. Braucht so lange, um uns zu treffen, um uns anzugreifen, aber nee. Nee, wir sind noch nicht bereit dafür und das ist okay, das ist okay. Wir merken uns das und kommen hier irgendwann später zurück. Das zeigt uns ja, hey, irgendwann kannst du noch viel stärker werden. Das sieht auch aus wie Berge da hinten. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Schauen wir direkt mal auf die Karte, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ja. So what happened with you and your brother? What's his problem? He got hurt because of me. It was my fault. Because I'm cursed. You wanna tell me more? No. Fair enough. Bad memories are like wounds, except they don't heal. Look, a horn leg. Okay, das heißt, es gab Probleme zwischen denen. Beziehungsweise er hat ihn irgendwie verletzt, aus Versehen mit Sicherheit, oder? Weil ich meine, er würde es ja nicht absichtlich machen. Aber auf jeden Fall ist er deswegen böse. Der wurde bestimmt verkrüppelt oder so, der Bruder, oder? Es kann ja nicht sein, dass es irgendwie nur eine kleine Verletzung ist. Erster Schlagartefakt eingesammelt. Geil! Das ist dieses. Erlauben als erster zuzuschlagen. Das ist bestimmt das, was Gemini hat. Oh, das sind wieder die Großkopftypen. So, jetzt ist mal Zeit. Jetzt lasse ich mal den Kleinen kämpfen.
Ja, wobei, ich probiere mein neues Zeug aus. Nur was setze ich ein? Bringt das irgendwas, Nebel? Weil das sind ja NPCs, also die finden, oder Gegner, die finden noch da einfach durch, oder? Da bin ich mal gespannt. Und gespannt bin ich auch, ob wir jetzt 5 Würfel und die 4 haben, oder wie das Ganze aussieht. Boah, 27. Nein, klar, der hat 6, sicher. Wie unfair ist bitte das? It is natural for the weak to lose. It's natural for the weak to lose. Die Frage ist, sind wir die Weaken? Weil das zieht ihm 4 ab tatsächlich. Zack. Geil. Boah, das ist gut. Guck mal, wie schön wir verteilt sind. Ein Umdrehen macht gar keinen Sinn, gell? Zwei Würfel zerstören ist halt auch... Ist halt beides nicht so geil. Und ich kann nur meine drehen, gell? Ja. Das Rote. Es gab nämlich auch das andere, das Rote. Damit kann ich seins drehen. Und ich muss Chucks nutzen. Das heißt, das ist ganz so gut für mich gerade. Ich muss sie nutzen. Das heißt, nur das ist gut für mich. Und jetzt ist gar keins davon gut für mich. This is an outrage. Egal, es reicht. Aber ein guter Wurf ist tatsächlich gar nicht so gut hier in dem Fall. Wow. Ah, okay, wir sehen durch. Okay. Okay, jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, wollte mich verarschen. Ah, geil. Der haut ihn. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Nebel ist mega. Wie es innerhalb von 3 Sekunden nicht von der Meinung, Nebel ist ja mal der letzte Scheiß, so Nebel ist mega geil gekommen bin. Aber ich dachte erst, das tut mich auch einfach behindern. Aber tut's nicht, weil ich durchsehe. Und die greifen sich gegenseitig an. Das ist halt richtig gut. Bei 3 Gegnern sowas. Why? Doch, gefällt mir. Das gefällt mir. Soll ich hier irgendwas? Nee, ich mach nix. Welche Richtung gehe ich jetzt hier weiter? Nee, okay. Flint, sehr schön. Das heißt, das ist nochmal ein Würfel. Ja, ein Chuck, neues Chuck ist es. Das hat ja Namen, Chuck. Good. Good. Ich will da ein Chuck-Upgrade bald mal kriegen. Das sind nochmal irgendwelche Typen. Kann ich eigentlich trinken? Ja, gell, ich hab was. Ja, okay. Dann lasse ich jetzt mal den Jungen kämpfen. Ich will wissen, ob ich da zuschaue oder ob der einfach gewinnt oder verliert. Wobei, das sind andere Typen. Attention, Travelers! Attention, Travelers! Okay, es sind keine Gegner. Pleased to announce our latest performance is about to begin. And when it is over, you will both be joining our illustrious company. The director will be so pleased. He's always saying we need more child performers. Was? Ich muss gegen die echt kämpfen. I challenge you. Die denkt sich, oh toll, was soll denn das? Warum kämpft er jetzt gegen mich? Verhängt ein Zeitlimit. Wenn Zeitlimit um ist, wie geil. Okay, wir machen kein Artefakt und lassen den Jungen das mal machen. Hä? Ah, okay. Ja, okay, er entscheidet. Ich habe gerade gedacht, hä? Aber würfeln tue ich doch selber.
century setback. The director told me this would happen. Ja, okay, besser. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Das heißt, er übernimmt dann einfach für einen. So, Nahkampf. Und ich dachte, die sind nett. Das sind Theaterschauspieler, die haben überhaupt nichts Böses gesagt. Hals- und Beinbruch. Und tschüss. Too easy. Wie es sich freut. Haha, wir haben ein paar Leute getötet. Cool. Kein Wunder, der Cursed. Okay, wir haben jetzt halt so viele Wege, gell? Schon wieder. Oha. Ist ein Gegner? Ja. Ich brauche bald mal wieder einen Lagerplatz. Wir haben keinen Trank und nur noch halbes Leben. Und wir haben ziemlich viel gekämpft. Elfenbein, jawohl, noch ein Würfel. Ist halt mal fast zurück, gell? Oh, das macht mir jetzt schon viel mehr. Das ist schön. Ich finde, Loot in Spielen ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es cool, du kannst cooles Zeug machen damit dann. Auf der anderen Seite wirst du dann halt oft mit irgendwas überschüttet und denkst dir so, ah, okay, jetzt habe ich mehr Schlangengift gekriegt oder irgendwas. Irgendwas Uninteressantes eigentlich. Also was, ja. Es gibt dir halt einfach irgendwann immer das Gefühl, geil, ich habe was Cooles bekommen. Und sobald du halt dann weißt, okay, Elfenbein brauche ich für das, für den Würfel, weiß ich jetzt, okay, ich habe jetzt gerade einen Würfel gekriegt. Ich habe den zwar noch nicht, aber bald. Boah, ich weiß nicht, halbes Leben ist zu wenig, oder? Aber ich sterbe hier nicht, glaube ich. Ja, ich habe volles, okay. Oha, ein Bumerang. Da habe ich nichts dagegen, mal einen Fernkampf zu bekommen. Eine Fernkampffähigkeit zu bekommen. Krass, ich kann sogar hier mit einem Stein werfen. Okay, das ist halt alles andere als gewonnen, ja, das Ding. War geblockt, glaube ich. Das checkt man gar nicht so richtig. Wenn man richtig blockt, sieht es trotzdem oft so aus, als würde man Schaden kassieren. Weil wirklich treffen tut die nicht, gell? Ich hoffe, das ist dann nicht später auch so. Und tschüss. Und tschüss, Bumerang. Wurfgeschoss heißt einfach. Durchhaltevermögen bringt es viel. Oh krass, das heilt uns sogar. Cool. Ich hoffe, dass es nicht einfach so sinnlos auf den Boden fällt. Kann ich den jetzt da... Das sind... Achso, Asker, ja, dann... Ja, wow. Wow. Boah. Wenn das die ganze Zeit so ist, dann sage ich aber auch wirklich, was habt ihr da für eine Entscheidung getroffen? Was ist das für ein Item? Für eine Spezialattacke? Ich treffe gar nichts, gell? Ich treffe nichts! Ist das euer Ernst? Was ist das für eine Fähigkeit? Ein Wurfgeschoss, wo du direkt hinlaufen musst. Ja, okay, das kommt direkt raus aus dem Inventar. Dann nehme ich lieber diesen Tritt. Schade. Schade, das wäre cool gewesen. Irgendwie eine Fernkampfattacke. Oder bin ich zu dumm zum Einsetzen? Ich halte jetzt mal. Nee, ich kann nichts machen. Es geht einfach so nach unten.
Schade. Sehr schade. Hey, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, gell? Das ist schon mal ganz, ganz nett. Da oben passiert bestimmt auch was. Guckt es euch an. Durch dieses Tor, durch das wir da durch müssen. Aber ohne Witz, als allererstes kommt es wieder raus. Das ist sehr schade. Schadensresistenz, ich glaube, ich will das schon auch. Schadensresistenz ein bisschen mehr. Und dann noch ein Kessel. Irgendwas Schickes braten uns vielleicht. Sonnenblume mit orange Pflaume und farbige Motte. Gelb ist das jetzt. Keine Ahnung, was das heißt. Was uns das genau bringt. Und bis zum nächsten Tag schlafen. So, dann würde ich sagen, was da oben auf uns wartet, mit Sicherheit ein Gegner, werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und dann, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie die Story denn weitergeht. Was denn, wie denn der Bruder aussieht. Wie der zu dem Jungen steht, ob er ihm schon vergeben hat oder ob er richtig wütend auf ihn ist oder was noch auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.